ganz herzlichen Dank für deine Rede, die gezeigt hat, und ich muss wirklich sagen, als ich jetzt deinen Worten gelauscht habe, wir können wirklich froh und auch stolz sein, dass du an dieser Stelle bist, dass du der Fraktionsvorsitzende der EVP in der momentanen Situation bist und dass vor allem ein Bayer an dieser Stelle sitzt. Und mir ist die Aussage von Franz Josef Strauß in den Kopf gekommen, der vor vielen Jahren, ich weiß die Jahreszahl jetzt nicht, wahrscheinlich war ich noch gar nicht auf der Welt, als er das gesagt hat, aber der gesagt hat, Bayern ist unsere Heimat, Deutschland unser Vaterland und Europa ist unsere Zukunft. Und wie wichtig diese Zukunft ist und was auch derzeit auf dem Spiel steht, das hast du auch zusammengefasst in deinen Worten, und wir spüren das ja auch jeden Tag, wenn man die Nachrichten anschaut und die Zeitungen verfolgt, dass wir nur miteinander und mit Europa auf dieser Welt auch bestehen können. Du hast die wirtschaftliche Situation angesprochen, du hast ganz kurz das Thema TTIP auch angesprochen und noch viele andere Themen, die Krisen, die uns derzeit beschäftigen. Das werden wir als einzelnes Land nicht schultern können, und deswegen ist es gut und richtig, dass wir Europa haben, und wir müssen Europa auch stärken. Und meine große Hoffnung ist, und dafür werbe ich auch, habe ich auch bei der Veranstaltung mit Peter Altmaier und bei jeder Gelegenheit, die sich mir in Berlin bietet, habe ich das auch gesagt, dass ich einfach die Hoffnung habe, dass diese Krise dazu beiträgt, dass wir unsere Systeme, unsere Gesetze einfach auch mal auf den Prüfstand stellen, weil sich in den letzten Jahren doch auch sehr viel eingeschlichen hat. Sehr viele Dinge drin sind, die vielleicht überreguliert sind. Dass man sich auch über Themen einfach mal Gedanken macht, auch welches Europa wir in Zukunft haben wollen. Du hast das ja schon angesprochen, ich weiß, die EU-Kommission ist da ja auch auf dem Trichter, dass sich Europa mehr um die großen Fragen eben kümmert, nicht um Dochtlängen und Sonstiges, sondern eben um die großen Fragen, die die Menschen bewegen und die den Kontinent bewegen. Und wenn wir uns anschauen, du hast das auch gesagt, allein die Entwicklung in Afrika, die Klimaentwicklung, es werden noch weitere Herausforderungen auf uns zukommen. Und ich denke, vielleicht hat es diese Krise jetzt auch derzeit, die wir haben, gebraucht, damit wir uns für die Zukunft hier gut aufstellen können, um die Herausforderungen, die noch auf uns zukommen werden, auch gut zu meistern. Lieber Manfred, herzlichen Dank für deinen Vortrag. Jetzt besteht die Gelegenheit, auch Fragen zu stellen an den Manfred Weber. Ich sehe auch schon einige Wortmeldungen. Ja, Herr Weber, mein Name ist Sebastian Risch, komme aus Dackelfing. Bei Ihrer Ausführung habe ich jetzt einiges nicht verstanden, und zwar, Sie haben sich geäußert, wenn die Schengen-Außengrenzen nicht funktionieren, dann muss unter Umständen auch Griechenland aus dem Verbund austreten. Was mir jetzt eigentlich unverständlich ist, man hat für Griechenland Riesenanstrengungen in Brüssel und die EU-Länder unternommen, damit es dabei bleiben kann, und Sie machen jetzt die Aussage, da muss man es halt rausschmeißen. Das ist die erste Frage, was ich nicht verstanden habe. Meine zweite Frage ist, man hört ja jetzt schon monatelang, dass was hier unternommen werden muss, damit man alle Euro-Länder unter einen Hut bringt. Meine Frage jetzt gezielt, was macht Brüssel? Welche Machtinstrumente hat Brüssel, damit die Länder sich einreihen, die also nicht bisher in der Reihe stehen? Das wollten wir eigentlich hören, da haben Sie bis jetzt noch gar nichts gesagt. Johann Gott, mein Name, CSU Berg am Rhein. Sehr geehrter Herr Weber, herzlichen Dank für die bayerisch-europäischen, sehr wichtigen Ausführungen, Perspektiven, vor allem für die Zukunftsfragen. Ich hätte also einen Punkt zur vierten Säule der europäischen Außenpolitik. Die Münchner Sicherheitskonferenz, die stattgefunden hat, das war die bestbesuchteste aller Zeiten.
Das lag nicht nur an dem bayerischen Bier, einer der Hauptgründe waren einfach die Unsicherheiten in der gesamten Welt. Also die Anzahl der Failing States, der politisch gefährdeten Systeme hat sich deutlich gesteigert. Die großen Klimaauswirkungen, die Klimaverschiebungen wirken sich langsam aus. Die Überbevölkerung, das starke Wachstum, Nigeria alleine 500 Millionen demnächst. Wäre hier nicht auch eine internationale, deutliche Engagement auch Europas wichtiger, quasi eine Art von Weltmigrations-, Weltflüchtlingsgipfel? Da könnte Europa auch wirklich eine führende Rolle übernehmen, weil, sag jetzt mal, die Kontinente, die jetzt sehr, sehr weit weg sind vom Nahen Osten, kriegen sie nicht so mit. Ich denke, dass wir da deutlich vorausschauend denken und auch handeln sollten. Die Flüchtlingskrise des letzten Jahres hat uns ja wirklich kalt erwischt. Die Politik insgesamt war da viel zu schlecht vorbereitet und ich glaube, das ist ein globales Thema, das wird uns in der Zukunft noch deutlich mehr beschäftigen und ist auch für die gesamte Weltsicherheitsarchitektur wirklich ein sehr ernsthafter Punkt, der kann möglicherweise in zukünftigen Kriegen enden. Ich glaube, da, wie Sie richtig gesagt haben, Europas friedensstiftende Wirkung wäre sehr, sehr wichtig. Ja, vielen Dank. Jack Wilkin mein Name. Noch bin ich EU-Mitglied. Sie haben so Positives über die EU gesprochen, diese Ausstrahlung, auch das schöne Wort, das er von der Friedensmacht. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass es im Inneren, auch schon bevor wir die Flüchtlingskrise hatten, dass die Anziehungskraft, die innere Anziehungskraft gar nicht so groß ist. Mein Land stellt sich sowieso die Frage, ob man überhaupt drin bleiben will. Aber auch wenn ich Richtung Osten gucke, Polen, Ungarn, man hat das Gefühl, die sind dabei, sich eigentlich, also von unserer Vorstellung von einem Rechtssystem also, oder Demokratie langsam zu verabschieden. Was ist da faul im Hause Dänemarks? Danke. Monika Fiedler, mein Name, CSU-Mitglied. Ich habe die Frage, also vielen Dank für den umfangreichen Vortrag, den Allround-Blick, aber eins möchte ich noch ergänzen, nämlich die Rechtsextremisten, die ja die eigentlichen Feinde oder Gegner der Flüchtlinge sind. Und da habe ich gerade gestern in der ARD gelesen, dass da die Verfolgung sozusagen, die Haftbefehle können gar nicht ausgeführt werden, weil die rechtsextremisten Täter nicht auffindbar sind und auch nicht gesucht werden. Das wird viel zu schnell aufgegeben. Und diese Verfolgung fände ich sehr, sehr wichtig, gerade die rechtsextreme Szene, rechtsextremistische. Und dann als zweites möchte ich gerne den Familiennachzug, diese Aussetzung hinterfragen, weil wenn die Familien nachziehen können, also schneller als in 2 Jahren, dann vermindert das Krankheiten und Probleme bei den hiesigen Flüchtlingen und es sind nur wenige, wurde mir gesagt, wo die Familien nachziehen wollen. Und es vermindert die Qualität der Integration. Und als letzten Punkt, warum dürfen die Flüchtlinge so lange bei uns nicht arbeiten? Die dürfen noch nicht mal selber putzen, müssten sich dann selber organisieren, haben keine Aufgabe, keine Aufgabe. Ja, soweit. Ja, herzlichen Dank für diese Fragen. Ich beginne vielleicht mit der letzten, weil es sehr detailliert die Fachfragen waren. Zum Thema Rechtsextreme, glaube ich, sprechen Sie auf jeden Fall an, dass das eines der Übel in unserer Gesellschaft ist, aller Extremismus von links und rechts, muss bekämpft werden.
Und ich glaube, dass wir aber da in Bayern schon auf unsere Behörden sehr stark bauen können und sehr engagiert in den Themenbereich vorgehen. Ich hoffe, dass die Beispiele, die Sie da heute gesehen haben, keine bayerischen Beispiele waren, aber da sind wir uns in der Sache sicher einig. Bei der Frage Familiennachzug und die Frage Integration muss man, denke ich, schon eines zunächst mal sehr, sehr klar sagen. Ich sage, nachdem wir von Syrern sprechen, von Bürgerkriegsflüchtlingen sprechen, dann sprechen wir nicht von Asylbewerbern. Ein Asylbewerber, das sind nur 2-3% zurzeit Asylbewerber. Das sind Menschen, die kommen, weil sie politisch verfolgt sind, weil sie eine Meinung haben, weil sie einen Diktator haben, der sie umbringen will oder keine Ahnung, irgendeinen Hintergrund haben. Und mit den Asylbewerberzahlen haben wir überhaupt kein Problem, keine Herausforderung. Die große Masse der kommt sind Bürgerkriegsflüchtlinge nach dem sogenannten Genfer Flüchtlingsstatus, Genfer Flüchtlingskonvention. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, da muss eines schon sehr klar auch den Flüchtlingen gegenüber gesagt werden, wenn wir zum Thema Integration diskutieren: Ein Flüchtling hat keinen Daueraufenthaltsstatus. Er hat nur einen Schutzstatus für die Zeit, in der in seinem Heimatland Bürgerkrieg herrscht. In dieser Zeit hat er Schutz, aber er muss dann anschließend auch wieder zurück. Das muss schon klargestellt werden. Das heißt nicht, dass man um die Menschen in der Zeit hier kümmern. Keine Frage, die Menschen sollen beschäftigt werden. Die Kinder müssen in die Schule gehen, das steht ja außer Frage. Aber die Perspektive muss schon klargestellt werden, weil das dann auch im Thema Familiennachzug eines der Fragestellungen ist. Ich glaube, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie sich einfach mal die Zahlen vergegenwärtigen, dass wir im letzten Jahr in Deutschland über 1 Million Menschen willkommen geheißen haben. Und übrigens dürfen wir Bayern da schon mal sagen, wenn ganz Deutschland sich derzeit brüstet damit, dass wir so eine positive Willkommenskultur hat, dann dürfen wir Bayern schon mit ein bisschen selbstbewusst und auch in München mit ein bisschen selbstbewusst hinstellen und dürfen sagen, die Bilder, die in die Welten ausgegangen sind, die sind nicht vom Chaos in Berlin ausgegangen, die sind nicht von Düsseldorf ausgegangen, sondern die sind von München ausgegangen. Und auf das kann man auch ein bisschen stolz sein. Aber wer sich diese Zahlen vergegenwärtigt, der weiß auch, dass wir jetzt ein Stück weit erstmal Maß halten müssen. Bei Familiennachzug heißt in diesem gesellschaftlichen Umfeld halt mal 2, mal 3, mal 4. Das kann nicht zunächst mal jetzt auf kurzfristige Art und Weise die Antwort serviert übergeben. Das zweite ist die Fragestellung, die der erste Fragesteller, Herr Risch, gestellt hat in der Frage Griechenland. Sie haben recht, ein bisschen widersprüchlich, beim Euro Haufen Geld und dann bei Schengen raus. Also man muss ja bei Schengen feststellen, dass da ein Austritt natürlich zunächst mal bedeutet, dass halt am Münchner Flughafen der Flieger halt auf einer anderen, einer Startposition ankommt und wenn man auf der alten. Also der Austritt im Schengen-Raum ist natürlich deutlich leichter zu machen sozusagen, wie der Austritt aus dem Euro. Aber die Frage, die dahinter steckt, ist ja, war das richtig, das zu machen? Also die Frage, die dahinter steckt, dass man das Geld da bereitstellt. Zu dem habe ich heute nichts gesagt, zu der großen Frage der letzten 5 Jahre, mit der Euro-Rettungspolitik. Und da möchte ich Ihnen einfach sagen, wir haben in Europa 5 Staaten Geld gegeben. Das war Irland, Spanien, Portugal, Zypern und Griechenland. 5 Staaten haben wir Geld gekriegt, von den Europäern. Nicht bloß von uns Deutschen, sondern von den Rest der Europäer. Und von diesen 5 Staaten sind mittlerweile 4 Staaten raus aus dem Programm, kriegen kein Geld mehr überwiesen, zahlen alle Schulden, die sie bekommen haben, oder Erstattung, mit Zins und Zinseszins zurück. Die zahlen das alles zurück. Der Bundesfinanzminister, das muss man so klar sagen, verdient damit zurzeit Geld. Es war risikobehaftet, aber derzeit verdienen wir Deutschen damit Geld, weil die Zinsen dafür zahlen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, in all diesen Ländern, die ich gesagt habe, haben wir teilweise beeindruckende Wachstumsraten. Irland hat jetzt in diesem Jahr über 5%, das sind chinesische Zahlen, 5% Wirtschaftswachstum gehabt. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, in einer Krisenzeit, wenn einfach alles wackelt, wissen Sie, das Wackeln betrifft immer auch den Starken, nie nur den Schwachen. Das betrifft alle, wenn was wackelt. In einer Zeit, wo es wackelt, haben wir gesagt, müssen wir zusammenhalten und müssen wir halt denen, die Schwierigkeiten haben, helfen. Aber immer mit dem Hinweis, Freunde, macht eure Hausaufgaben und bringt eure Haushalte an. Kürzt und spart. Das haben die alle gemacht. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, dann haben wir aber auch gesagt, es gibt diese Gelder nur befristet und ihr müsst es wieder zurückzahlen. Und um das deutlich zu sagen, ich sage Ihnen, es ist eine äußerst erfolgreiche Maßnahme gewesen, die wir gemacht haben. Und ich würde mir innerdeutsch übrigens Ähnliches wünschen, weil in der innerdeutschen Solidarität, lieber Robert, mit den Berliner Freunden, im Länderfinanzausgleich ist es nämlich so, dass der Freistaat Bayern einen Haufen Geld Richtung Berlin zahlen muss, auch Solidarität praktiziert.
ohne dass andere Bundesländer einen Euro davon zurückzahlen müssen und ohne dass die endlich mal ihre Haushalte in Ordnung bringen. Ich darf mir wünschen, dass wir das auch noch ändern. Der Ansatz war richtig und den verteidige ich auch. Und jetzt geht es darum, eine neue Aufgabe in den Griff zu kriegen. Und das ist die Flüchtlingsfrage. Und da bleibe ich dabei, wenn ein Staat die Spielregeln nicht einhält, ist es für den Staat und übrigens auch für die Nachbarn relativ schadlos, das war beim Euro eine andere Frage, relativ schadlos, wenn man ihn zumindest zeitweise, was übrigens der Schengen-Vertrag, die Gesetzesgrundlage ausdrücklich vorsieht, dass man Länder teilweise ausschließen kann für bestimmte Jahre, dass man das in so einem Fall auch anwendet, wenn Tsipras in dem Bereich nicht liefert. Es wurde von verschiedenen angesprochen und verschiedenen Wortmeldungen die Frage Brüsseler Macht, was könnte sie überhaupt reißen, was bewegt sie überhaupt? Meine sehr verehrten Damen und Herren, da sind wir bei einem sehr wunden Punkt. Wir haben in Europa mittlerweile viele Möglichkeiten, Recht zu setzen. Durch Gesetzgebung, ganz normal. Im Parlament eine Mehrheit der Abgeordneten, im Rat, dort wo die Länder versammelt sind, eine Mehrheit der Länder. Da kann auch Deutschland oder einzelne Länder sozusagen nichts mehr blockieren, weil per Mehrheit abgestimmt wird. Es wird Recht gesetzt in der Europäischen Union. Und das ist für viele unserer Betriebe zum Beispiel ein großer Segen, dass wir das haben, im Binnenmarkt, in der Wirtschaft und so. Aber wir haben ein großes Defizit, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass diese Europäische Union heute nicht ausgestattet ist, dieses Recht auch mit aller Klarheit durchzusetzen. Das ist ein großes Strukturdefizit dieser Europäischen Union. Und ich sage Ihnen nur zwei Beispiele. Bevor wir diese große Euro-Krise hatten, mit dem Euro, hat der Theo Weigel damals die 3% vereinbart gehabt. Sie haben das in Ihrem Kopf, 3% Verschuldung, darfst nicht mehr als 3% von den Ausgaben Schulden machen. Haben alle begrüßt, haben alle unterschrieben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eines der ersten Länder, das das gebrochen hat, war nicht Griechenland, war nicht Portugal, war nicht Spanien, war damals nicht wir als CSU, sondern Rot-Grün, Schröder mit Fischer, die damals als erstes das Thema gerissen haben. Wir wissen es, wenn die Großen schon die Regeln nicht einhalten, ja mein Gott, dann sagt der Kleine, dann brauche ich mich auch nicht drücken. Das war Sündenfall. Und was hat die EU-Kommission damals für Rechte gehabt? Damals hat die EU-Kommission als Hüterin der Verträge, wie du es weißt, das Recht gehabt, einen blauen Brief zu schreiben, so hat das geheißen. Das heißt, eine Mahnung zu schreiben, ihr habt zwar das Recht nicht eingehalten, ihr bösen Deutschen. Wissen Sie, was der Schröder gemacht hat mit dem Brief? Der hat ihn genommen, wahrscheinlich gar nicht einmal gelesen, und hat ihn auf der anderen Seite in den Papierkorb geschmissen. Das ist die Realität gewesen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist eine wichtige Lektion, die wir lernen müssen. Ich sage Ihnen als Europapolitiker, ich will nicht mehr Verantwortung Richtung Europa übertragen. Das ist nicht mein Ziel. Aber wir müssen klarstellen, dass wenn wir Themen nach Europa übertragen, wenn wir der Meinung sind, es geht auf nationaler Ebene nicht mehr, dann muss man auch in der Lage sein, der Europäischen Union die Macht an die Hand zu geben, das, was in Europa vereinbart worden ist, auch durchzusetzen. Dafür braucht man starke Regierungen. Und zurzeit, nämlich an dem Schengen-Fall. Diese Tatsache, dass die griechische Regierung Tsipras jetzt die letzten Monate nicht geschafft hat, die griechisch-türkische Grenze zu sichern. Dass dort, Entschuldigung, Griechenland hat die größte Armee, eine der größten Armeen Europas. Weil die immer noch glauben, sie werden irgendwann mal mit den Türken Krieg führen. Das ist ein Wahnsinn. Immer noch diese Feindschaft, die da drin steht. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich so eine große Armee habe, dann braucht mir doch keiner weismachen, dass es dann nicht gelingt, 160 Kilometer Seegrenze ordentlich zu sichern. Das braucht mir doch keiner weismachen. Und deswegen sage ich Ihnen, in außergewöhnlichen Zeiten, im Normalfall ist es eine Aufgabe von der Küstenwache, keine Frage. Aber wir sind in außergewöhnlichen Zeiten. Und da muss man halt auch mal über solche Maßnahmen nachdenken, in so außergewöhnlichen. Wir schicken jetzt auch deutsche Kriegsschiffe, um den NATO-Einsatz vor Ort in der Ägäis zu bewerkstelligen. Weil wir in außergewöhnlichen Zeiten leben. Da muss der Staat einfach seine Möglichkeiten anwenden, um für Ordnung zu sorgen. Und ich sage Ihnen, derzeit haben wir Schengen-Recht, das heißt Gesetze, die Griechen eigentlich dazu verpflichten, ihre Grenze zu sichern, weil sie auch unsere deutsche Grenze ist, im übertragenen Sinne. Aber wenn diese Länder nicht in der Lage sind, ihre Grenze zu sichern, dann hat Europa derzeit keine Möglichkeit, noch dorthin zu fahren und dort nachzuschauen. Und deswegen sage ich Ihnen, Jean-Claude Juncker, die heutige Kommission hat einen Gesetzestext auf den Tisch gelegt, wo drin steht, dass wenn ein Staat an der Außengrenze versagt und das bestehende Recht nicht umsetzt, dass dann Frontex-Beamten, das sind sozusagen der Bundesgrenzschutz von Europa, kann man so sagen, dass dann Beamte von Europa, vielleicht deutsche Beamte,
dorthin fahren, zum griechischen Kollegen sagen, gehen wir bitte zur Seite, jetzt übernehmen wir das Kommando und schauen mal, dass wir da für Ordnung so sorgen. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, wäre nicht. Und ich erlebe Land auf, Land ab als Europapolitiker. Ich erlebe das bei uns in Deutschland. Die ganze Zeit wird dann dieser Frust über das Nicht-Vollziehen von Recht. Wissen Sie, dass nicht das umgesetzt wird, was ausgemacht worden ist? Dass es alles Richtung Brüssel gebucht wird. Ihr habt es das verbockt in Europa. Tatsache ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass es heute die nationale Ebene nicht schafft, in den entsprechenden Krisenregionen, die wir haben, das auch umzusetzen. Aber es ist so einfach, das nach Brüssel anzuschicken. Wenn wir so weit wären, dass Europa die exekutive Gewalt hat, das durchzusetzen, dann kann man auch Europa schimpfen, wenn es nicht funktioniert. Aber heute haben wir die Rechte. Und ich kann denen da endlose Geschichten erzählen. Ich selber war im Innenausschuss des Europäischen Parlaments bei der letzten Revision der Frontex-Verordnung, der Gesetzesgrundlage für diesen europäischen Grenzschutz. Und wissen Sie, was wir damals diskutiert haben? Da haben wir nicht die Frage diskutiert, ob Frontex Kommandogewalt kriegt, was wir heute alle für richtig finden. Wissen Sie, was das wird? Da haben wir diskutiert, wenn so ein Frontex-Beamter gnädigerweise eingeladen wird, in Griechenland zu helfen und dort vor Ort unterstützen will, ob dann dieser Frontex-Beamte auf der Seite der Europafahne draufhaben darf oder nicht. Weil das würde ja dann deutlich machen, dass die Griechen das alleine nicht mehr schaffen. Und das haben die Griechen abgelehnt, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass jemand konnte. Und dann haben wir gesagt, okay, dann nehmen wir heute das weg, dann bist du dort als nicht beflaggter Beamter. Solche Fragen diskutieren wir in Europa, meine sehr verehrten Damen und Herren, weil es sich leider Gottes nicht um europäische Antworten handelt, sondern weil wir leider Gottes ein, und das erleben wir auch am Montag, auch bei den Beratungen über die jetzige Flüchtlingskrise, nicht ein Scheitern Europas erleben, sondern ein Scheitern von purem nationalen Egoismus, der leider Gottes dazu führt, dass wir nicht in Europa vorankommen werden. Warum ist das in der Inneren so schwierig? Weil jeder Politiker, ich bin in Italien in den letzten Wochen öfter in den großen Zeitungen und Fernsehsachen gewesen wie in Deutschland, weil ich mich mit Renzi angelegt habe, mit der Sache Sparen, dass er seine Haushalte in die Ordnung bringt. Italien ist da leider Gottes einer der Wackelkandidaten. Ja, und was macht ein Renzi? Ein Renzi stellt sich in der italienischen Innenpolitik hin und sagt, uns geht es als Italiener so schlecht, weil Brüssel uns dauernd vorschreibt zu sparen. Das heißt, jeder nationale Politiker oder viele von denen, Entschuldigung, die es leider Gottes nicht gut mit Europa meinen, mit unserem guten Haus Europa meinen, die machen sich natürlich einen schlanken Fuß und sagen, ich darf ja gerne, aber Europa und so weiter, und deswegen geht das alles nicht. Und nicht ihrer Verantwortung gerecht werden. Es ist so einfach, die Themen wegzubuchen. Brüssel ist fürs Negative zuständig und sozusagen, ich bin als Ministerpräsident, als Renzi, der übrigens Sozialdemokrat ist, ich bin nur fürs Gute zuständig. Das ist einfach dieser schlanke Fuß, der leider Gottes dazu führt, dass immer mehr Entfremdung entsteht. Ich verstehe es, dass die Menschen so reagieren. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, da gilt es darum, sich gerade hier als bewusste, interessierte Menschen, sich einfach ein eigenes Bild zu machen und bewusst zu hinterfragen, woran es liegt und dann auch ein Stück weit dagegen zu halten, wenn es notwendig ist. Und lass uns mal da einen Gedanken noch am Schluss sagen, weil auch das sozusagen der kleine Nebensatz mit Großbritannien gemacht worden ist, wo wir ja letzte Woche beim letzten Gipfel, die haben ja jetzt in alle zwei Wochen sind ja so Gipfel, damit wir in Europa sozusagen da wirklich vorankommen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, da war ja Cameron in den Mittelpunkt gestanden, die britische Frage im Mittelpunkt gestanden. Ich habe in den letzten eineinhalb Jahren auch dreimal mit ihm gesprochen, auch da in der letzten Woche vor dem Rat. Und ich sage Ihnen, da ist es ähnlich. Wissen Sie, da wird jetzt der Cameron, hat jetzt da diese Bürgerbefragung, das Referendum angestoßen. Ganz ehrlich gesagt nicht, weil ganz Großbritannien nur ein Thema hat und das heißt Europa. Das ist in Großbritannien eines von vielen Themen, wie viele andere auch in Deutschland über Europa kritisch und nicht kritisch und positiv reden, wie das halt überall ist. Er hat es angestoßen, weil er in seiner eigenen Partei damit erfolgreich war. Weil er damit Parteivorsitzender geworden ist, bei den Tories, weil es da innerparteiliche Debatte dazu gibt. Es sind ganz egoistische Parteien, keine Gründe gewesen, warum er das versprochen hat, so ein Referendum durchzuführen. Jetzt ist das Referendum da und jetzt haben wir denen Zugeständnisse gemacht, wo es übrigens auch gute Sachen gibt. Wolfgang Cameron war in Wildparkreuth in der Klausurtagung mit dabei, zeigt übrigens auch die Stärke der CSU in Berlin. Dass Menschen wie der Cameron zur CSU zu uns nach Bayern, nach Kreuth kommen, zeigt schon den Anspruch, den wir haben und auch die Unterstützung, die wir da spüren. Und da gibt es auch Punkte, die positiv sind, wenn er von Wettbewerbsfähigkeit redet, wenn er von sozialer Gerechtigkeit redet. Wenn heute ein Rumäne in München arbeitet, dann ist er willkommen. Dann zahlt er hier seine Steuern, zahlt hier seine Sozialversicherungsbeiträge. Dann kriegt er Krankenkassen, dann kriegt er Rentenversicherung, wie jeder andere, der hier seine Abgabenzeit zahlt. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn dessen Kinder in Rumänien da sind und nicht in Bayern, dann ist doch die Frage erlaubt, ob die Kinder dann
deutsches Kindergeld kriegen oder rumänisches Kindergeld kriegen. Und ich bin der Meinung, dass sie rumänisches Kindergeld kriegen sollten. Über so Fragen kann man reden. Über so Fragen kann man reden. Da kann man ja durchaus geteilter Meinung sein, aber über so Sachen kann man ja reden. Das Schlimme an dieser Entwicklung ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Schlimme an dieser Entwicklung ist, dass solche Fragen jetzt in Großbritannien darüber entscheiden, ob das Land bei Europa bleibt. Wir müssen doch über die Kindergeldfrage darf doch nicht darüber entscheiden, ob man wirklich die EU ist oder nicht. Sondern das entscheidet doch die Frage, ob es angesichts von Putin besser ist, in der europäischen Familie dabei zu sein. Das ist doch die Frage, wenn man TTIP mit den Amerikanern verhandelt, Welthandel praktizieren, dann muss doch Großbritannien sich überlegen, ob es besser ist, wenn 64 Millionen Briten alleine mit den Amerikanern verhandeln oder ob es besser ist, wenn 500 Millionen Europäer mit den Amerikanern verhandeln. Dann haben wir doch mehr, können wir doch mehr erreichen. Das sind doch die Fragen unserer Zeit, wissen Sie? Und nicht die Kindergeld. Und das ist das, was die in Großbritannien jetzt schaffen müssen. Dass sie über die echten Fragen unserer Zeit reden und im Referendum hoffentlich dann auch darüber abstimmen. Und zu guter Letzt muss man den Briten auch klipp und klar eines sagen. Und zwar, es ist Europa keine Zwangsgemeinschaft. Der Lissabon-Vertrag sieht ausdrücklich vor, dass jedes Land austreten kann. Aber wer austritt, tritt aus, meine sehr verehrten Damen. Es wird keine Nachverhandlungen geben und es gibt auch kein Cherry-Picking für die Briten. Wenn jemand austritt, dann tritt er aus. Und das bedeutet, dass dann die City of London mit dem vielen Geld, das dort ist, mit den Wirtschaftsinteressen, die haben, eben keinen ungeschränkten Zugang mehr zum Binnenmarkt Europa haben werden und damit nicht mehr die ganzen Vorteile einsacken, die sie heute haben, wenn sie Teil dieser Europäischen Union sind. Weil das wollten wir ehrlich gesagt bei vielen Ländern auf. Nehmen Sie mal die Schweiz als unser Nachbarland in Deutschland. Das ist die Schweizer. Ganz einfaches Beispiel. Wenn ein Schweizer heute, der in der Bodenseeregion daheim ist, über Münchner Flughafen einreist, von außerhalb Europas, wo stellt sich der bei der Passkontrolle an? Der stellt sich bei der Schengen-Linie an. EU-CH steht da drüber. EU-CH steht da drüber. Dann sage ich einmal ganz einfach, warum eigentlich? Warum eigentlich? Wir verschenken all die Vorteile, die wir haben, weil wir Teil einer Gemeinschaft sind, einer Europäischen Union sind, weil wir Europäer sind, die verschenken wir zum Schleuderpreis an die Schweizer zum Beispiel, an alle anderen um uns herum, die jeden Tag nichts anderes lernen als Europa, und haben sie noch kritisiert. Ehrlich gesagt ist man da als Europapolitiker schon jemand, der sagt, es wird keiner gezwungen, in Europa dabei zu sein. Es darf jeder frei entscheiden, ob man Mitglied ist oder nicht Mitglied ist. Aber bitte hören wir endlich auch mit dem Halbert Mitglied sein und dann rumkritisieren. Entweder man entscheidet sich dafür oder man genießt die Vorteile dieses Kontinents eben nicht umfänglich. Und das würde ich mir wünschen, weil es nicht Schweizer Haus ist. Ja, vielen Dank. Dann gehen wir in die zweite und auch letzte Fragerunde. Vielleicht können die, die noch Fragen haben, kurz nochmal die Hand heben. 1, 2, 3, 4. Gut, dann bitteschön. Ja, es geht ja die Diskussion die ganze Zeit nationale Lösung, was sich jetzt mehr oder weniger ja so ergeben hat, würde ich sagen, oder was die Kanzlerin immer sagt, europäische Lösung. Und ich denke, Sie haben einige Möglichkeiten der europäischen Lösung auch gezeigt, Entwicklungshilfe und natürlich Sicherung der Außengrenzen. Aber letztlich ist für uns im Fokus natürlich, was passiert mit den Flüchtlingen, die jetzt in Griechenland sind und vor allem die, die kommen werden. Sie haben selber gesagt, ab Mai werden wieder ganz große Ströme kommen. Letztes Jahr waren es über 1 Million. Und da ging es erst während des Jahres an. In diesem Jahr kann man davon ausgehen, sind es weit mehr als 1 Million, weil im Übrigen, wo schon Wege gebahnt sind, da werden noch mehr kommen und Flüchtlinge ziehen andere Flüchtlinge nach. Und hier ist doch die Frage, wenn wir von der europäischen Lösung sprechen, wohin kommen die und gibt es denn endlich mal eine Lösung auf der Ebene, dass die Flüchtlinge verteilt werden? Die europäischen Länder haben sich doch dazu verpflichtet, zumindest gewisse Kontingente aufzunehmen. Wann passiert das? Ich
glaube, das ist jetzt so dringend und hier sieht man eben nichts von der Lösung. Also insofern denke ich, dass viele an dieser europäischen Lösung, die die Kanzlerin immer im Munde führt, also große Zweifel haben. Zweitens, angenommen wir hätten eine europäische Verteilung, stellt sich immer noch die Frage, und das sagen uns die osteuropäischen Länder ja ohnehin, ja, die Flüchtlinge wollen ja gar nicht zu uns. Also wir können es aufnehmen, aber die sind dann sowieso gleich in Deutschland. Das heißt, wir brauchen auch eine Residenzpflicht. Und jetzt schaue ich auch Herrn Steffinger an, die braucht man nicht nur europaweit, wir brauchen die auch in Deutschland. Wir brauchen sie wirklich in jeder Kommune, denn sonst werden auch die Großstädte in einer Weise überlaufen und das muss Sie als Münchner Abgeordnete ganz besonders interessieren. Also ich hätte hier... So. Mein Name ist Müller, CSU. Eine Frage, und zwar, was den Nachzug der Flüchtlingskinder betrifft. Ich glaube, wenn man die Jugendlichen, die gekommen sind und wo wir alle sehr enttäuscht waren, dass die da den Rabatz gemacht haben und schlimme Geschichten gemacht haben in Köln am Hauptbahnhof, wenn die Eltern dabei gewesen wären, wäre so etwas nicht passiert. Und ich finde es nicht gut. Moment, das wissen Sie doch gar nicht. Das nehmen Sie nur an. So, und jetzt frage ich mich, es wurde gesagt, dass man endlich nach 2000 Jahren christlicher Geschichte, 2000 Jahren hat ja Jesus gelebt, dass da endlich die Waffen möglichst schweigen sollen. Und immerhin, sage ich mal, haben wir ja das C, ersten Buchstaben in der Partei. Davon merkt man zwar öfter nichts, muss man leider sagen. Und da kann ich nur sagen, warum kommt man jetzt erst dahinter, Angela Merkel zu stärken, die mit Sicherheit internationales Recht stärken will, das finde ich auch richtig, und erstmal nicht die Waffen, wie die Amerikaner das gemacht haben. Denn immerhin will ich mal daran erinnern, wenn auch vielleicht einige sich schief lachen. Ich bin überzeugte Christin, vielleicht kann man da lachen und sagen, ah, wie witzig, ja. Denn ich sage, Christus hat immerhin gesagt, liebet eure Feinde. Mein Name ist Tini. Und zwar würde ich gerne die Gelegenheit nutzen, Sie als Europaabgeordneten zu fragen zu dem Thema, das ist ein bisschen nicht das, der Mittelpunkt ist, DTIP. Wie ist denn der Stand? Das betrifft uns ja alle sehr und es ist untergegangen, es geht eigentlich das ganze Jahr unter im allgemeinen Problem, wichtigen Problem der Lösung zur Asylpolitik, zur Flüchtlingspolitik. Wie ist der Stand der Dinge der Legislative? Ist denn das vereinbar? Die Schiedsgerichte, ist es nach europäischen Gesetzen vereinbar, diese privaten Schiedsgerichte zuzulassen? Die Frage hätte ich an Sie, wie ist der Stand der Dinge, haben Sie verstanden? Und dann, wie sieht denn das aus? Es ist ja quasi ein Schweigekartell, dass Abgeordnete Einblick nehmen können, aber über ihre Ergebnisse mit den Bürgern nicht sprechen können. Also es kommt mir wirklich wie ein Schweigekartell vor. Wie kann man das zulassen? Das wär's. Mein Name ist Wolfgang Jahn, ich komme hier aus dem Stadtteil auf und ich werde mich kurz fassen, aber ich habe noch eine konkrete Frage. Und zwar, es wurde ja gesagt mit Recht, dass die Sicherung der Außengrenzen ein ganz zentrales Thema ist. Man wird aber hier immer hauptsächlich von den Griechen gesprochen. Und ich bin der Meinung, so schlimm es auch klingt,
aber die Syrien ist ja irgendwann mal ausgeblutet und das Hauptthema wird, das wurde ja noch kurz angerissen, wird ja von Afrika rüberkommen. Und soweit ich gehört habe, warten schon 200.000 Flüchtlinge in Libyen, um auf besseres Wetter, um hier nach Europa zu kommen. Meine Frage ist, wie sind dann die Italiener darauf überhaupt vorbereitet? Sind die Italiener dann in der Lage, ihre schwierige Seegrenze, diese Sachen so zu meistern und hier diese Grenze entsprechend zu schützen? Und da ist jetzt natürlich die Frage, können Sie das nicht? Ist da auch beabsichtigt, Sie aus dem Schengen-Raum auszuschalten? Mein Name ist Alexandra Dick, derzeit tätig, Schwerpunkt Wissen in Europarecht und Mediation. Ich denke, eine gute Idee wäre, wenn man in der Politik, insbesondere über Europarecht, die Mediation anwendet, weil die Mediation wird angewandt auch auf der Kommunikationsbasis über die Kommunikationsforschung von Los Angeles, LA, USA. Und man könnte dadurch die Konfliktparteien bemühen über Lösungen, die man findet, und somit vergrößert man den Kuchen insgesamt. Das wäre nur ein Kommentar von mir. Danke. Ja, ich beginne mit den konkreten Punkten. Zunächst Flüchtlinge Osteuropa, selbst wenn man die Quote hat, wie kann man sie dazu bringen, auch dort zu bleiben? Ganz eine berechtigte, nachvollziehbare Frage. Das schildern auch unsere Kollegen, wenn ich mit Rumänen spreche, mit meinen rumänischen Kollegen. Die sagen das auch, wir sind ja gerne bereit, auch Kontingente anzubieten, aber die wollen ja nicht. Das ist ja eine berechtigte Frage. Die Idee, die hinter der Gesetzgebung steht, also das Gesetzestext, den der Juncker vorgelegt hat, für die Quote in Europa, in Deutschland heißt das der Königsteiner Schlüssel, der Verteilung sozusagen. Das war der Königsteiner Schlüssel für Europa. Der Gesetzestext, der vorliegt, der sieht vor, dass Flüchtlinge nur in dem Land, in dem sie zugeteilt sind, also zum Beispiel Luxemburg, zum Beispiel Rumänien, auch Anspruch auf Sozialleistungen haben. Unterbringung, Essen, Sozialhilfe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, an dem würde sich die Frage festmachen. Sind wir Deutschen dann, in Anführungsstrichen, hart genug? Ich sage es mal so, wenn ein Flüchtling, der eigentlich in Polen sein müsste, dann in München bei der Sozialstation ankommt, sind wir dann hart genug zu sagen, na, du hast bei uns kein Recht nicht, hier zu bleiben, sondern du musst wieder zurück nach Polen. Ja. Und ich sage Ihnen, wenn man die Klarheit hätte, es zu vollziehen, dann wird das System auch funktionieren. Aber das ist die Frage. Der Gedanke, glaube ich, ist richtig und nachvollziehbar. Zur Residenzpflicht möchte ich ausdrücklich der Fragestellerin Recht geben. Ich komme aus Niederbayern, da ist der Landrat Bernreiter, der Sprecher der Bayerischen Landräte. Und wir haben bei uns im ländlichen Raum draußen die klare Diskussion, dass jetzt die Menschen, die im Verfahren sind, das heißt, die in einem Heim drin sind, sind ja die, wo das Verfahren noch nicht eröffnet worden ist. Aber wenn du im Verfahren bist und auch als Bürgerkriegsflüchtling anerkannt bist, dann musst du aus den Heimen raus in normalen Wohnungsbau.